Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind mitten in Oblivion, also in einer Ebene von Merunes Dagon. Und wollen den Turm da jetzt erklimmen. Wie in den letzten 1000 Folgen auch immer wieder. So. Ein Reparaturhammer. Nice. Der hat sich gelohnt. So. Boah, ich freue mich auch, wenn wir dann irgendwann näher im Spielen. Wie das dann sein wird, dort mit den ganzen Sachen reparieren und so weiter. Einmal kurz alles reparieren, bevor wir kämpfen. So, Waffenschmied hat sich verbessert. So, dessen Attacken sind aber auch echt übel. So, auf jeden Fall verbrauchen wir jetzt erstmal ein paar Tränke, damit wir auch wieder Platz im Inventar haben. So, Ödnis von Oblivion. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht gibt es da oben noch was, was wir brauchen könnten. Ja, Seelensteine. Aber mehr ist hier auch nicht. So, hier ist die Tür. War da etwas zum Öffnen? Ein Hebel oder so für das Tor? Das ich jetzt irgendwie übersehen habe? Tatsächlich, ja. Das war jetzt doof von mir. Aber überlebt. So, an den Mistdingern hier vorbei. Hatte ich einfach total vergessen, so da oben das Ding einmal aufzumachen. Kann ich die auch zumachen? Ne. Ich glaube, die werden woanders auf und zu gemacht. Also, dass man die nur über diese Schalter öffnet und schließt. So, wir töten einen und der andere läuft wieder runter. So, das nehmen wir mit. Ist immer wieder dasselbe Spiel hier mit denen. Und mit dem auch.
Steckt er da jetzt fest? So, ich glaube, wir müssen wieder reparieren. Dieses Mal geht nichts kaputt. Wundert mich jetzt wirklich. So, da vorne ist eine Spinne. Nur eine Kriegsaxt. Okay, geh du mir nicht auf den Nerv. Alter, das ist gerade viel zu viel. Ich glaube, ich muss jetzt wieder reparieren. Sachen gehen aber auch echt viel zu schnell kaputt. Da ist der Weg nach oben. So. Einmal kurz nochmal heilen. Das ist doch eigentlich der starke Heilzauber, oder? Den wir hier nutzen. Wo ist denn das? Leichte Wunden heilen? Ne, das doch, das ist das Starke. So, das nehmen wir mit. Okay, was habe ich da gehört? An der drauf. Ich frag mich, wie die das eigentlich hier mitbekommen, dass ich schon da bin. Haben die hier ein Gespür? Alter, was für wie viele Zauber der mir da? Wie viele Dings der hier gemacht hat? Wo ist er? Wo ist er hin? Da ist er.
Okay. Also nicht in den Strahl gehen, dann stirbt man. Ein Waldbinatz wieder. So. Der hat nichts. Wegen der Infravision. Ich finde nur eine Sache schade, dass wir die restlichen Dedra-Rüstungsteile nicht bekommen. Aktuell. So. Hier. Einmal alles wieder reparieren. Okay, jetzt sind mal drei Hämmer kaputt gegangen. Jetzt fehlt nur noch der hier und dann können wir auf direkten Weg nach Bravil gehen. Und dann stellt sich mir die Frage, wie viel kommt da noch an Quests? Nee, das nehmen wir nicht mit. Wie viel kommt denn danach noch an Quests, wenn wir das hier fertig gemacht haben? Also an Hauptquests. Bis es zum Finale kommt. Geht. Vorsichtshalber speichern. Ich habe jetzt wenig Lust, dass es mir wieder abschmiert. Also das Tor. Ich renne schon fast dran vorbei. Ja, genau das. Da hinten. Ich gehe mal stark von aus, dass wir hier nochmal angegriffen werden von INB. Ja, hier. Die sexy Dedra-Spinne. Ah, immer das Gleiche mit dem... Und rein mit uns. Hier ist wieder ein Pferd. Okay, der ging diesmal schnell. Hier würde ich sagen, schwimmen wir wieder mal. Du, heiß, 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 heiß. Warte mal, war das hier durch den Tunnel?
Hier kommt gleich noch einer. Irgendwo. Ja. Die Spinnenlady und ein Deadrock. Wie ich da selber einfach runterwobbel. Die Spinne geht mir gerade auf den Senkel. So, wo ist die Spinne? Schon weg. Wer hat die Spinnenlady? Da ist sie. Jetzt haben wir erstmal kurz Ruhe. Nee, ich wollte das hier. Und nochmal das hier. So. Kurz auf die Minimap gucken. Von da kamen wir. Hier müssen wir. Okay. Ich brauche bald auf jeden Fall noch einen mächtigeren Heilzauber als das, was wir jetzt haben. Ist das der richtige Weg? Ne, von hier kamen wir. So, den haben wir auch erledigt. Leider hat er nie was. Nichts Brauchbares. Das ist noch der richtige Weg. Da ist die Tür. Nochmal den ganzen Weg zurück. Ich bin weiter, also ich bin in die falsche Richtung gegangen. Den hatten wir schon. Dass die keinen Schiss haben, dass ich die auch alle ausschalte. Obwohl, Dämonen sind ja so, die sterben ja nicht richtig. Deren Hülle stirbt, aber bei denen kommt da ja so eine Art Respawn. Ja, hier lang hätten wir gemusst. Und die ist mit dem ganzen Weg hinterher gerannt. Ich glaube, ich muss wieder reparieren. Alter, jetzt nerv nicht! So.
Okay, jetzt geht wirklich alles kaputt. Ich klicke immer das Falsche an. So, wir wollen nach oben. Ich habe so das Gefühl, wir sind wirklich deutlich schneller. So, einmal voll gemacht. Ja, das ist es. Einmal nach ganz oben, Tor aufmachen. Was ist das rote Ding hier eigentlich? Also das, was hier rot leuchtet. Was ist das eigentlich? Gibt es eine Erklärung? Ist das dämonisches Blut einfach? Oder ist das irgendwie ein Material, was nur in den Höllen von Oblivion gibt? Was ist das genau? Na, steckst du da fest? Da ist noch ein Schiebelei. Mein Schwert! Die können einen waffnen. Ich hab mein... Ich hab Umbra also durch die verloren. Und ich weiß nicht, wo Umbra ist. Das ist bitter. Ich habe durch sowas Umbra verloren. So, die müssen alle. So, Seelensteine nehme ich auf jeden Fall mit. Schießt. Der schießt sogar auf mich? Was war das denn? Das ist ja mies. Glasbogen lassen wir hier. So, gehen wir da wieder zurück. Das hat ihn wieder aufgeladen? Tatsache. Wieder ein der drauf.
Okay, das war lustig. Ist das Ding auch irgendwann mal verbraucht? Pulle ich da einfach runter, so als wäre ich irgendwie so eine Murmel oder so. Ja, komm. So, wer ist hier oben da? Zyrodiilischer Wandbrei? Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, das nehmen wir mit. Ich habe Andreas gelesen. Anderes Bann. So. Also, falls ein Andreas dabei ist, der zuschaut oder so, mit der Spruchrolle, die jetzt runtergefallen ist, damit kann man dich bannen, glaube ich. Habe ich gehört. Okay, noch haben wir uns nicht bewegt. Haben die uns noch nicht gemerkt. So, einmal alles reparieren. Zur Vorsicht. So, das nehmen wir mit. Infravision? Nee. Oh, warte doch, der hatte was. So. Beinschienen, Brustharnisch. Stiefel. Wieso haben die immer nur das gleiche? So, oh, Diamant. Der drauf beschwören. Das war jetzt der letzte an der Goldstraße. Das heißt, jetzt können wir ganz entspannt nach Bravil gehen. So, wo ist die Straße? Da. Ganz entspannt Richtung Bravil. Werden wir hier angegriffen? Nö. Also Bravil, Leavin und Chardinal fehlen noch. Und ich weiß jetzt nicht, ob in der Kaiserstadt dann auch noch irgendwie ein Oblivion Tor kommt.
Da ist ein ordentlicher Schnitt in der Landschaft. Komm, die nehmen wir mit zum Verkaufen. Die sind ja 1000 wert. So, was hat er hier? 1800 sogar wert. Sexy Hose. 1500. Boah, wie schön wäre es, wenn wir jetzt wirklich den Helm kriegen würden und die Handschuhe. Dann hätten wir zumindest schon mal ein vollständiges Set an Daedra. Also Daedra-Rüstung. Dann nur noch ein passendes Schild. Ich schwärme schon seit Folgen davon, ich weiß. Und sogar seit mehreren Aufnahmesessions. Aber naja. Ich freue mich aber auch schon auf Skyrim. Da werden wir so eine Daedra-Rüstung sehr früh, also relativ früh, haben. Blastiefel, warte. Hier ist noch irgendwer, der kämpfen will. Hund. Ich bin momentan schweigsam. So, Banditen und so weiter sind ja nicht mehr so stark, nicht mehr so schlimm. Und die Daedra-Kreaturen, die irgendwie noch ordentlich Schaden machen, oder allgemein die Kreaturen, die Menschen und Elfen sind mittlerweile leicht an Kinderspiel. Warte mal, jetzt sind wir bei Skingrad, oder? Das sieht nach Skingrad aus. Ich glaube, das Tor. Ja, das Tor haben wir schon zu. Wo kommst du denn her? So. Daedrische Pfeile, woher? Nehmen wir mit, können wir verkaufen. Die können wir gebrauchen. Hoppla. Meine Magie reicht wieder nicht aus. Ja, die mit diesen Magie-Blockieren-Zauber. Ich hab da... Wer? Wo? Da! Nehmen wir mit. So.
Ich bin noch nicht überladen. Aber irgendwie schön, dass die Tore jetzt eigentlich hier größtenteils schon geschlossen sind. Aber ich werde auch dieses, diesen roten Nachthimmel vermissen, der erscheint, sobald Oblivion Tor in der Nähe ist. Dum, 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 dum. So, jetzt können wir hier einmal verkaufen gehen. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Eine Münze für einen Versehrten. Hier. Ich verbeuge mich vor eurem Mut, Held von Quatsch. Ihr habt euch hier ins Kingrad wieder einmal bewiesen. Ja, gerne. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich kann euch etwas von meinen Waren zeigen. Ein guter Preis für... Ein guter... Habe ich sonst noch irgendwie was? Den Diamanten? 41 hat sie. Was, wenn ich jetzt alle 41 nehme? Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Kein Thema. Immer wieder Schön. Gerne. So. Euer Waffenschmiedfertigkeit. Die langen Tage und Nächte am Amboss haben eure Haut gegerbt und eure Arme gestärkt. Ihr seid nun Waffenschmied-Experte. Mit Reparaturhämmern könnt ihr Gegenstände so auspressen, dass ihr bis zu 125% ihrer normalen Lebensenergie erlangt. Waffen mit einer Lebensenergie über 100% des Normalwerts richten zusätzlichen Schaden an. Rüstungen mit einer Lebensenergie über 100% des Normalwerts bieten zusätzlichen Schutz. Okay. Warte mal, 125 jetzt. Guten Tag. Finde ich nice. So, es hat automatisch gespeichert. So, hier nochmal die Ringe verkaufen. Willkommen beim kolovianischen Händler. Skingrads feinster Auswahl an alten. Naja. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Ein mich interessiert aktuell nur euer Gold. So. Ich weiß eure Kundschaft immer. Lebt wohl. Lebt wohl. Boah, aber 125% ist schon mal nice, dass wir das jetzt haben. Wie wird das dann mit Meister sein? Waffenschmied Meister. 150 oder 200%? Dass die dann doppelt so lange halten? Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Was war das nochmal für ein Schwert? Ach so, der Dremora-Langschwert. Geld oder Leben? Nein. Ganz einfach. Hä? Woher hat er die Axt? Und jetzt halt um und verblutet.
Dädrische Kriegsaxt. Woher? Warte mal, stumpf, einhändig. Ja, gut. Ne, jetzt ernsthaft, wo hat er die her? Und eigentlich seit wann sind Äxte und sowas stumpfe Waffen? Was brennt da? Da brennt einfach immer noch. Wie sieht es eigentlich mit dem Skill aus bei stumpfen Waffen? Stumpfe Waffe 37. Okay, Wiederherstellung sind wir auch schon bald voll. Und danach wird das ein bisschen langsamer sein mit den Levelaufstiegen. Weil wir die Zauber eher wenig nutzen außer Wiederherstellung. Wegen denen haben wir die Dings verloren. Okay, das erste, was wir in Brabil machen, ist ein Ding suchen. Eine Kapelle aufsuchen. Ach so, ich dachte, da wäre ein Mensch oder ein Elf und gegen den werden wir so oder so jetzt kämpfen, ne? Von da kommt keiner, ne? Wo, warte mal, wo kommt der Dröll her? Oder Dreu? Und... Warum kam eigentlich in Skyrim keine Dröll vor? Ja, jetzt übertreibt nicht. Der hat aber übertrieben. Magie reicht nicht aus.
Ist das ein normaler Mensch? Wie geht es euch? Helen. Früher hielt ich euch für einen Helden, für einen heiligen Ritter und so weiter. Ich hätte es wohl besser wissen sollen. Wiedersehen. Einmal einen Fehler gemacht und jetzt werden die mir das mein ganzes Ingame-Leben vorhalten. So, einmal Kraft gewinnen. Und eventuell die Sachen nochmal reparieren. Okay, bis auf die Stiefel ist alles noch... Okay, doch nicht. Und die Handschuhe. Okay, ein Keiler. Und ein Magier. Was ist los? Werdet ihr müde? Wir haben noch gar nicht mal angefangen. Okay, wo liegt die? Hier. Dädrischen Dolch. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Woher haben die das ganze Dädra-Zeug? Bereich wird geladen. Ich speichere vorsichtshalber. Ich möchte nicht darüber sprechen. Lebt wohl. Die sieht immer. Ein Schmied. Ihr müsst wohl eure Ausrüstung oft repariert haben. Ja, Kolovia ist ein. Die sieht immer krasser aus. Wüsten und hochgelegenen Wäldern. Das haben auch schon andere gesagt. Gute Weiterreise. Die sieht immer krasser aus. So, jetzt kurz auf die Karte gucken. Wir haben hier ein Oblivion-Tor. Und da nochmal zwei. Frag mich, ob wir die... okay, das wird noch ein Weilchen dauern. Okay, krass, dass der unbewaffnet da ist. Ich finde das lustig, dass die immer Kopfnüsse geben. Ja, wo rennst du hin? Komm zurück auf die Straße, hier kämpfen wir.
ein Straßenkampf und kein Wiesenkampf. Oder Weidenkampf. Okay, der nächste. Okay, jetzt hat er mich einmal erwischt. Ich glaube aber, wir wechseln gleich einmal zur anderen Waffe. Hey. Mist. So, da haben wir schon das Oblivion-Tor. Okay, der hat nichts. 2,8 wäre das wert. So. Einmal die Waffe wechseln. Der macht 11 Schaden. Der macht aber 31 Schaden. So, jetzt kommt die Spinne auch noch dazu. Okay, hier sind noch ein paar Gegner. Und den da noch. So, direkt da rein. Das Tor aufmachen. Die heilt sich, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die in einen dieser Fallen gegangen ist. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.